Während wir uns nach diesem aufregenden Qualifying wieder etwas entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Drugovic, Sato und Daniel Tickton. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung dabei, wenn es ums Ganze geht. Also vergessen Sie nicht, wieder einzuschalten. Hallo zusammen in Silverstone, wo die letzten Vorbereitungen für das Rennen an diesem Wochenende laufen. Die Fahrer nehmen gerade ihre Startposition ein und wir sind bereit für ein echtes Motorsportspektakel. Rund 8 Kilometer außerhalb von Towcester bietet dieses Denkmal der britischen Motorsportgeschichte 18 Kurven auf knapp 5,8 Kilometern. Silverstone hat seit der Eröffnung schon mehrere Veränderungen durchlebt. So führt die Startlinie jetzt in Abbey hinein, eine schnelle erste Rechtskurve. Natürlich gibt es auch noch die berühmteste Kurvenfolge, die mit Maggots in Kurve 10 beginnt. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos bereit gemacht werden. Dank einer fantastischen Leistung beim Qualifying startet Felipe Drugovic von der Pole Position. Und Marino Sato steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Tickton, Fittipaldi, Marcus Armstrong und Lundgaard. Vershaw, Aitken. Piastri, Theo Pourchaire, Phipps, Zendeli, Jehan Darovela und Beckmann, Su, Fiskal, Boschung und Guilherme Samaya, Lawson, Nissany, Deledda und Christian. Die Ampeln leuchten und der Countdown beginnt gleich. Also schalten wir zur Strecke. Und wieder einmal ist es Zeit für eines der beliebtesten Rennen des Formel-2-Kalenders. Willkommen im historischen Silverstone. Zu dieser Rennstrecke muss man nun wirklich nichts mehr sagen. Als Kommentator habe ich heute den GP2-Champion von 2012, Davide Valsecchi, an meiner Seite. Wir kennen die Strecke alle nur zu gut, Davide. Was fällt dir heute ins Auge? Es ist mir wie immer eine Freude, Alex. Wir haben heute alle Zutaten für ein besonders aufregendes Rennen. Alle freuen sich auf den Silverstone und mit so einer faszinierenden Startausstellung werden die Fans das heutige Rennen sicher mit Spannung erwarten. Die jungen Fahrer wollen sich auf diesem Niveau beweisen. Ich hoffe, dass wir heute erleben, wie auf der Strecke Geschichte geschrieben wird. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens.
wir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Das war heute ein großartiger Sieg für das Virtuosi-Team. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Es war nur eine Sache. Ein beständiges Tempo im Vergleich zu allen anderen auf der Strecke. Wir könnten stundenlang über das Rennen, das Reifenmanagement oder was sonst noch auf der Strecke passiert ist, sprechen, aber letztendlich war der Wagen einfach schneller unterwegs als alle anderen. Das war eine beeindruckende Leistung. Ein weiteres Rennen, ein weiterer Sieg für Virtuosi. Hier sehen wir die Fahrer auf dem Weg zur Siegesfeier. Ein tolles Rennen war das heute und ein wohlverdienter Sieg. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Filipe Drugovic übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Ich entscheide mich für Marino Sato. Er hatte einen erstklassigen Lauf vom Start bis zum Ziel. Auf diese Leistung kann er stolz sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ein weiteres Team, das mit diesem Rennen sehr zufrieden sein wird, ist Charouz, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn macht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Machen Sie es gut.